Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Jetzt ist auch der April um und es wird Zeit für mein Aufgebraucht-Video. Ich glaube, es war diesmal auch eine ganze Menge. Ja, allerdings habe ich auch immer 4 bis 5 Lampen gleichzeitig laufen. Bei den Clamshells ist das oft so, dass ich im Vormonat bereits einiges aufgebraucht habe. Also wenn ich euch ein leeres Clamshell zeige, heißt das nicht, dass ich das in dem Monat komplett aufgebraucht habe. Und diese berühmten kleinen Tütchen, die stammen ja alle aus Tauschpaketen. Da sind oft dann nur 1 oder 2, manchmal auch 3 Stücke drin. Die sind dann schnell verdüftelt. Also wundert euch nicht über die Menge. Die Anzahl der Duftlampen macht es vor allem. Und ich düftel immer, wenn ich zu Hause bin, außer nachts. Also ich bin zwar verrückt, aber noch nicht ganz verrückt. So, aber so viel zum Anfang. Und ich würde sagen, wir legen los. Ja. Ich hatte von Bea's Wax Bakery All Day in PJ. Ich weiß, das sieht man hier kaum. Das ist so ein wunderschöner Kuschelduft. Ja, ein bisschen so eine Mischung aus Scentsy Snuggle Up, vielleicht mit Scentsy Jammy Time. Unheimlich gemütlich, unheimlich kuschelig. Mag ich sehr. Und ich habe da noch einen Scentshot von und da freue ich mich. Dann hatte ich von Bea meinen geliebten Coffee Cupcake. Jetzt haben wir es aber. Das ist Kaffee mit einem leichten, karamellig-nussigen Gebäckduft dabei. Ich liebe den. Ein wunderschöner Duft. Also eine sehr schöne Kaffeenote. Ich würde sagen, auch ein gesüßter Kaffee mit Milch und Zucker. Und eben dazu ein leichtes Gebäck. Ja. Wunderschöner Duft, immer wieder gerne. Von Iceflower hatte ich die Kuschellust. Das war eigentlich Erdbeer-Lavendel-Kaschmir in der Mischung. Ich fand aber, Erdbeer war sehr dominant. Also kalt konnte man den Kaschmir, finde ich, mehr rausriechen als im warmen Zustand. Und den Lavendel habe ich jetzt bewusst nicht wahrgenommen. Also die Erdbeere war schon ein bisschen kuscheliger als ein normaler Erdbeerduft. Es hätte für mich aber ruhig gerne noch kuscheliger sein können. War aber trotzdem ein solider, schöner Duft. Von Traumdüfte hatte ich Butterfly Meadows. Sieht man nicht mehr so gut. Das war ein wunderschöner, grüner Frühlingsduft. So wie ich es im Frühling mag. Grün, grasig. Ein klitzekleines bisschen floral. Ja, bin ich im Frühling immer für zu haben. Und dann hatte ich von Traumdüfte Comfort Zone Vanilla Birch. Comfort Zone ist für mich so eine Art Wäscheduft, aber eine auf die kuschelige Art und Weise. Ja, und Vanilla Birch ist ein starker Vanilleduft mit einem ganz leicht holzigen Einschlag. Und zusammen war das für mich ein süßer, angenehm, behaglicher Wäscheduft. Ja, kann man durchaus mal machen. Fand ich gut. Dann hatte ich hier Zucchini Bread und Coconut Milk. Von Traumdüfte, ein Klassiker. Dieses würzige Zucchini Bread, ihr wisst, ich liebe es. Und mit Coconut Milk riecht das so ein bisschen, als wenn da Kokosraspeln untergehoben wurden. Ich mag die Kombi sehr gerne. Ich glaube, ich habe davon auch noch was. Wohlfühlmomente. Magnolia Warm Vanilla Sugar. Ein richtig toller Duft. Ich hatte ihn jetzt schon so oft und ich werde ihn momentan auch noch nicht satt. Es ist wirklich ein super schöner Magnolienduft und durch Warm Vanilla Sugar wird er ein Hauch süßer und parfümig. Und ich finde das im Frühling so klasse. Mag ich sehr gerne. Dann von Wohlfühlmomente Coconut Milk Lavender mit Black Coconut. Da habe ich ja auch das Clamshell von, beziehungsweise 2 Clamshells. Ja, ist ein schöner Duft. Ich mag auch die Kombi, allerdings mag ich beide Öle einzeln lieber als zusammen. Wobei der Mix jetzt wirklich gelungen ist eigentlich. Aber ich bin einfach ein Fan von Coconut Milk Lavender und ja, ist aber ganz in Ordnung.
Dann hatte ich von Wohlfühlmomente Pretty Magic. Das war so ein grün-floraler Duft, lieblich, ja, ganz leicht parfümig. Viele Blumen, fragt mich bitte nicht welche. Für mich ein ganz klassischer Frühlingsduft, der war auch sehr intensiv, habe ich sehr genossen. Pretty Magic von Wohlfühlmomente. Und was ich auch sehr genossen habe, war von Wohlfühlmomente Lavender Dream, Zucchini Bread und Marshmallow Bomb. Da hatte ich meinen ganzen Beutel. Ich habe jetzt auch eins der letzten Stücke an die liebe Butchin weitergegeben. Also ich gebe ja nicht nur Düfte weiter, die ich nicht mag, sondern auch Düfte, die ich mag. Einfach damit andere Leute die auch kennenlernen dürfen. Und ich fand diese Mischung so gelungen mit dem Lavendel und dem Zucchini Bread und dieser Süße von Marshmallow Bomb. Ein Traum. Ich finde am Anfang so die ersten 2 Stunden, also ich habe die immer im Teelicht gedüftet, die ersten 2 Stunden war immer das Zucchini Bread sehr präsent und der Lavendel ein bisschen im Hintergrund. Zwar wahrnehmbar, aber deutlich im Hintergrund. Und nach 2 Stunden hat das geswitcht. Dann ist die Lavendel in den Vordergrund getreten und es wurde auch ein bisschen parfümig. Und das Zucchini Bread ist im Hintergrund geblieben. Große Klasse. Sehr, sehr gerne wieder. Von Soul Fragrances hatte ich den Valentine's Cozy Hearts. Da waren hier so lauter kleine Herzförmchen drinnen. Und das war ein Kaschmirduft vom Allerfeinsten. Oh Gott, der war so schön. Ein feminin parfümiger Kaschmirduft. Ein Träumchen. Den würde ich auch jederzeit wieder verdüfteln. Der war richtig geil. Und ebenfalls Soul Fragrances, der Purple Sandalwood. Auch das ist ein Duft. Wahnsinn. Also so einen Sandelholzduft hatte ich auch noch nicht in pur. Unglaublich edel, parfümig und oh, großes Kino. Wenn ihr parfümige Sandelholzdüfte mögt, schaut euch von Soul Fragrances den Purple Sandalwood an. Ich finde den großartig. So, dann nehme ich mir die nächste Kiste. Das ist alles Sensi, wenn ich das richtig sehe. Moment, ich muss das gerade mal ein bisschen sortieren. Ich bin ja wieder vorbereitet, ne? Hier gehört zusammen. Ja. Ja, ich glaube, das war's. Da hatte ich Love and Happiness. Hatte ich da nicht ein drittes von? Ich meine, ich hätte auch noch einen dritten Beutel gehabt. Ich weiß nur gerade nicht, wo er hin ist. Auf jeden Fall, ich hatte auch einen dritten Beutel. Entschuldigung. Von Love and Happiness. Es war ein sehr intensiver Duft, ein sehr parfümiger Duft. Mich hat aber kalt, obwohl ich gesagt habe, kalt, er gefällt mir. Aber da ist eine Unternote, die mich stört. Das war auch im Warmen so. Ich denke, es ist Kastanie, denn in diesem Duft soll Kastanie sein. Und irgendwie, ich kann nicht erklären, warum, aber diese Unternote hat mich gestört. War also nicht ganz so meins. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 4 Stücke davon verdüftet, auch alle zeitgleich, in verschiedenen Lampen natürlich. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Dann hatte ich 2-mal von Scentsy Blooming Beach. Das war so ein, ja, eigentlich ein Rosenduft, so Strandrosen, Pfingstrosen, meine ich, waren drin. Und es hatte tatsächlich so ein bisschen was so Salty Sea Air Einschlagmäßiges. Ich fand den ganz schön. War für mich ein super schöner floraler Duft, der toll in den Frühling gepasst hat. Dann hatte ich den Rosewood und Fresia. Ein floral-zitrischer Duft. Ja, und den fand ich kalt mega. Prinzipiell mochte ich ihn auch warm, aber irgendwie hat er bei mir ein Kratzen im Hals verursacht. Und gut, ich weiß jetzt nicht, lag es wirklich an dem Duft oder lag es an meiner Tagesstimmung.
Aber ich würde jetzt behaupten, es lag am Duft. Leider. Denn der Duft an sich hat mir gefallen. Es hat halt nur so ein Kratzen verursacht. Und ja, das brauche ich dann nicht wirklich nochmal. Dann hatte ich zweimal von Scentsy den Pink Cotton. Ja, das ist ein schöner, sehr süßer Wäscheduft. Also im Grunde ein Wäscheduft mit ganz viel Pink Sugar. Hier riecht man es nicht mehr. Hier leider auch nicht mehr, aber ich kenne den Duft ja. Ist ein schöner Cotton-Duft für mich, weil man die Baumwolle jetzt nicht wirklich stark durchriecht. Also man riecht schon, dass es ein Wäscheduft ist, aber dieser typische Baumwollleinengeruch, mit dem ich nicht klarkomme, der ist für mich so nicht wahrnehmbar, dadurch, dass er so süß ist, und dadurch mag ich Pink Cotton. Von Scentsy, The Last Petal. Ich weiß, man kann es kaum lesen, weil das hier unten in so einem Türkisgrün ist. Das ist ja der Duft von Die Schöne und das Biest. Viel, viel Grapefruit im Vordergrund und im Hintergrund kommen so zarte Blütenblätter. Ja, und das ist dann für mich so eine richtig schöne Mischung aus Floral und ja, ein bisschen zitrisch frisch und mag ich. Davon habe ich auch noch ein paar hier. Von Scentsy der Up. Auch hier kann man das wieder kaum lesen, ich weiß. Also der Duft zu dem Disney-Film oben. Und ich hatte den jetzt das erste Mal in der Lampe. Und was soll ich sagen? Ich dachte, es wäre ein Sommerduft, weil da war unheimlich viel Fruchtiges drin. Grüner Apfel, ich weiß es gar nicht mehr, Mandarinenspritzer. Und ich dachte, Kai, das ist ein Sommerduft und habe ihn nicht direkt getestet. Als ich ihn jetzt im Tauschpaket noch einmal hatte, hatte ich ihn getestet. Und was soll ich sagen, der Duft ist so schön. Und ich habe den Zeitpunkt verpasst, ihn in den Club zu packen. Man sollte manchmal Düfte doch direkt testen. Ich finde, der war zwar fruchtig, aber der hatte auch irgendwie sowas Cremiges. Sowas angenehm Behagliches. Ich kann das gar nicht erklären. Auf jeden Fall ist das ein mega, mega toller Duft. Ja, ich finde ihn schön. Ich habe ein Bar hier, das ist jetzt auch angebrochen, weil nach dem Teststück brauchte ich unbedingt nochmal eine Ladung. Aber dann war es das leider. Ich habe, wie gesagt, den Zeitpunkt verpasst, ihn in den Club zu packen. Ein toller Duft. Ab. Von Scentsy, A Wink and a Smile. War für mich so ein leicht cremig, floraler, frühlingshafter Duft mit vielen Blümchen. Ich bilde mir ein, die Tulpe herausgerochen zu haben. Ja, einfach ein schöner, floraler Frühlingsduft. Lieblich, leicht cremig. Ein sanfter Duft, aber trotzdem intensiv. Und dann noch von Scentsy, der Sugar. Den lieben ja so viele und ich war so neugierig auf diesen Duft. Ja, aber für mich ist er jetzt nicht so ein Highlight, bin ich ehrlich. Er hat nach dem gerochen, was draufsteht. Er war einfach nur unglaublich süß. Es hätte auch eine Zuckerwatte sein können. Ja, Solo ist er nicht meins. Ich hatte zwei Stücke. Ich habe ein Stück Solo probiert, das zweite Stück habe ich dann gemischt. Mit, ich glaube, einem Lavendelduft. Genau, Lavendelduft. Der kommt dann gleich auch noch. Und habe mir den Lavendelduft so aufgesüßt und das war dann okay für mich. Aber jetzt Sugar wird keine große Liebe von mir. Obwohl er nicht schlecht ist und er genau nach dem riecht, was draufsteht. Ich habe auch noch ein paar Bars leer gemacht. Wie am Anfang gesagt, es ist nicht so, dass ich in diesem Monat das komplette Bar leer gemacht habe. Manchmal war noch ein Stück drin, manchmal zwei oder drei. Ja. Und so war es auch bei Schimmer, da waren noch zwei Stücke drin. Ist jetzt leer. Ja, Schimmer ist ein wunderschöner Duft, ne? Ein sehr parfümiger Duft auf Fruchtbasis. Drinnen war Kirsche, Aprikose, Moschus und gesponnene Zuckerfäden. Die Kirsche ist auch das Einzige, finde ich, das man jetzt wirklich noch so rausriecht. Und den Moschus. Es war einfach ein super schöner, süßer, floraler Duft. Ja, Schimmer wird auch demnächst wieder bei mir einziehen, weil Schimmer geht immer, wisst ihr.
ein sehr toller Duft. Aus der Find Your Happy Kollektion hatte ich den Wild Barefoot and Free. Der ist jetzt auch leer. Den habe ich im März und im April zusammen leer gemacht. Das ist Rasen, frische Luft und wilder Efeu. Und ja, das ist so ein richtig frischer, herber grüner Duft. Also es gibt ja so grüne Düfte, die gehen eher so ins Liebliche mit so ein bisschen Blümchen im Hintergrund. Und der hier war herbfrisch, richtig herbfrisch. Aber das passte so gut, wenn so eine kühle Frühlingsbrise kam. Es war ja nicht immer ein warmer Wind, sondern manchmal schon ein recht kühler. Und es passte einfach. Ich finde den toll. Ich habe auch noch ein paar davon. Ich weiß nur nicht, ob ich das zweite Bar jetzt noch in diesem Jahr aufbrauche oder ob ich es mir fürs nächste Jahr liegen lasse. Von Scentsy aus der Moment by Moment Collection, der Graduation. Das ist so ein schöner Lederduft mit Apfel. Was sich jetzt verrückt anhört, aber in Summe im Warm einfach ein schöner, kuschelig parfümiger Duft war. Mochte ich sehr, ich finde den auch recht intensiv, zumindest im Teelicht. Ja, da, auch da habe ich noch einen Bar von. Und da freue ich mich auch. Flower Child. Kalt, ein sehr schöner Duft nach süßen roten Beeren, wilden Gardenien und Sandelholz. Und ich habe ja kalt schon gesagt, dass der sehr sanft für mich riecht. Trotzdem ist es kalt, ein sehr schöner, floraler, frühlingshafter Duft. Das Problem war nur, ich habe ihn warm nicht wahrgenommen. Der hat meine Nase nicht erreicht, trotz Teelicht. Ja. Brauche ich daher also nicht nochmal. Ich habe es geschafft, den ersten Duft aus der Harry Potter Kollektion leer zu ziehen, nämlich den Gryffindor Bravery and Determination. Das war ja dieser kokelige Duft. Den hatte ich auch tatsächlich nur in der elektrischen Lampe, in meiner Scentsy-Lampe, einfach damit es nicht ganz so heftig bollert. Denn der war schon sehr, sehr kokelig. Im Teelicht hätte ich ihn nicht ertragen. In der Scentsy-Lampe fand ich ihn okay, aber nicht überragend. Also ich bräuchte da keinen Nachschub von. Und ich bin auch froh, dass er leer ist. Ja, einfach ein rauchelig-kokeliger Duft. Ob man sich jetzt da einen Grill vorstellt oder einen Kamin, ist halt so eine Sache. Ich bin froh, dass er leer ist. Es gibt schönere Fireside-Düfte als diesen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Stargazing ist leer gegangen. Das ist ja so ein Vanille-Baumwollblütenduft. Also Baumwollblüten, Vanille war drin. Und ich weiß gar nicht, was noch. Ist für mich auch ein kuscheliger Duft, auch ein beruhigender auf irgendeine Art und Weise. Und den finde ich richtig schön. Aber auch da habe ich Nachschub von. Der war einige Monate in meinem Club, sodass ich mir Backups angesammelt habe. Und ich glaube, der ist so gut gelaufen, dass ich da eigentlich auch gute Hoffnung bin, dass der irgendwann wieder zurück ins Sortiment kommt. Irgendwie habe ich viele Bars leer gemacht, aber ich habe ja auch Bars genommen, wo nur noch wenige Stücke drin sind, damit ich Platz habe für neue Bars. Suit and Tie. Das war ein Bring Back My Bar. Das war ein sehr zitrischer, maskuliner Duft. Ich fand ihn auch gut, aber jetzt nicht überragend oder außergewöhnlich. Er war sehr, sehr zitrisch. Drin waren übrigens Apfel, Zitrone, kühne Gewürze und verwegenes Holz. Ja, und ich fand einfach, die Zitrone war ein bisschen too much. Also ich stehe dann doch eher auf maskuline Düfte, wo die Zitrone oder am besten eine Bergamottnote nur so unterschwellig mitschwingen. Hier fand ich die Zitrone sehr vordergründig. Es war zwar immer noch ein holzig maskuliner Duft, aber wirklich sehr zitronenlastig. Ja, ich würde ihn nochmal verdüfteln, wenn ich ihn jetzt nochmal reinbekäme. Ich würde ihn mir aber nicht mehr gezielt nachkaufen. So, noch zwei, dann sind wir mit Scentsy durch.
Apple Blossom Breeze. Den finde ich auch super im Frühling. Es war auch nicht nur Apfelblüte drin, sondern auch noch irgendwas anderes. Es ist ein sehr schöner, lieblicher und trotzdem frischer, frühlingshafter Duft. Mochte ich. Den würde ich auch jederzeit wieder verdüften. Und das letzte Scentsy Bar ist der Aussie Plum. In dem waren Pflaume, Pink, Grapefruit, Herber, Granat, Apfel und Vanille. Und das ist ein schöner Pflaumenduft, um einiges säuerlicher und spritziger als zum Beispiel der Mistress of Evil, der ja recht süß ist und dann auch schwer und leicht parfümig. Er ist wirklich frischer, spritziger, säuerlicher, vielleicht auch durch den Granatapfel. Ist ein schöner Duft, aber ich finde, der hat sehr schnell in der Intensität nachgelassen. Ja, aber ist ein schöner Duft, würde ich jederzeit wieder düfteln. So, dann geht es weiter mit Sensationals Feeling Cozy. Ein wunderschöner Kuschelduft. Ich weiß, dass Apfel drinnen ist. Man nimmt diesen Apfel auch wahr. Aber es ist jetzt kein Apfelfruchtduft, sondern es ist wirklich eine ganz kuschelige Komposition. Ich wollte gerade sagen, fast kaschmirartig, aber es ist nicht Kaschmir. Es ist ein sehr süßer, kuscheliger Wäscheduft mit einem apfeligen Einschlag. Der ist sehr schwer zu beschreiben. Ihr müsst den testen. Ich finde den großartig. Und da wird bestimmt auch nochmal ein Clamshell von einziehen. Ich liebe diesen Duft. Sensationals Cucumber Melon. Ja, war ein klassischer Cucumber Melon Duft. Also ein bisschen die Gurke, die das Ganze frisch gemacht hatte, und dann eine Melone. Ja, hier riecht man nicht mehr viel. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es eher eine Wasser- oder eine Honigmelone war. Es war für mich aber so ein klassischer Cucumber-Mellenduft. Kann man mal machen. Von der Wachsmacherei Kaschmir Amaryllis. Das ist ein Kaschmirduft, der sehr frühlingshaft daherkommt, dank der Amaryllis. Er bekommt so einen süßen, floral-fruchtigen Einschlag und ja, ein richtiger Frühlingskaschmirduft. Mag ich. Hatte ich nicht das erste Mal und bestimmt auch nicht das letzte Mal. Chestnut Hill Meadow. Ein Duft, bei dem ich hin und her gerissen bin, was ich rieche. Also in einem Moment dachte ich rieche tatsächlich eine frische Wiese. Was er ja sein sollte vom Namen her. Und im nächsten Moment dachte ich, es riecht wie ein Weichspüler. Und so ging das eigentlich hin und her. Ich glaube, es war tatsächlich für mich eher ein Weichspüler-Duft mit ein paar grünen Noten drin, als dass es wirklich eine Wiese war. Ja, kann man mal düfteln. Er war jetzt nicht schlecht, aber er war halt nicht das, was ich erwartet hatte. Crossroads, Sandalwood und Amber. Ach, ein wunderschöner Duft. Super parfümig und mochte ich sehr. So ein richtig schöner Sandelholz-Amber-Parfümduft. Ja, hat mir sehr, sehr gefallen. Der hätte für mich tatsächlich nur noch ein bisschen intensiver sein können. Er war nicht unintensiv, aber ich mag es ja, wenn es so richtig ballert. Und da hätte er ruhig noch ein bisschen mehr gekonnt. Aber es war ein richtig toller Duft und davon habe ich auch mittlerweile das Clamshell. Kringle Candle Watercolors. Ein schöner, sanfter Duft und ja, man bildet sich tatsächlich ein, so Pastellfarben zu riechen. Obwohl Pastellfarben ja nicht wirklich riechen. Also, ich meine, wir wissen alle, wie Wasserfarben riechen. Und ist eigentlich ja nichts Besonderes oder Schönes. Aber irgendwie, ich weiß nicht, diese Assoziation habe ich trotzdem. Obwohl Watercolors natürlich um einiges schöner ist, als echte Wasserfarben riechen. Ein Traumduft. Ich hatte ihn jahrelang nicht mehr. Und als er dann jetzt im
Tauschpaket mal zu mir kam, musste er auch gleich in die Lampe wandern. Mag ich. Von Greenleaf Cashmere Kiss. Ich weiß, das könnt ihr jetzt wieder kaum lesen. Es war ein floraler Kaschmirduft. Ja, bei dem dachte ich kalt, dass der sich sehr parfümig entwickeln würde. Er war dann gar nicht so parfümig, wie ich gedacht habe. Er war wirklich eher so ein floraler Kaschmirduft, der auch für mich ein bisschen hätte intensiver sein können. Es war kein schlechter Duft, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Blue Moon, Lavender und Coconut Milk. Ja, das war ein ganz klassischer Lavendel-Kokosnussmilchduft. Also sehr cremig, ein wenig süß. Einfach eine tolle Mischung. Also über diese Mischung Lavendel mit Kokosnussmilch hat tatsächlich auch meine Lavendel-Leidenschaft mal angefangen. Ich mochte ja sehr lange keine Lavendeldüfte, zumindest nicht in der Wohnung. Draußen wieder eine andere Geschichte. Und Lavender Coconut Milk damals von Doris, der war der, der mich auf die Lavendelseite gezogen hat. Und am Anfang mochte ich dann auch nur diese süßen, cremigen Lavendelnoten. Mittlerweile mag ich Lavendel in allen Variationen. Ich liebe Lavendel mittlerweile. Ja, aber immer mal wieder Lavendel Coconut Milk. Das weckt Erinnerungen bei mir. Wir bleiben beim Lavendel. Von Duftzeiten, ich weiß, ich habe bei den beiden Tauschis, wo ich Mails von dieser Firma bekommen habe, Duftzeilen gesagt. Das heißt aber Duftzeiten. Selbst mit Brille ist mir das einfach, guck mal, viel zu klein. Das heißt aber Duftzeiten und ich hatte hier so einen Snapper pinker Lavendel. Ja, der war schön. Kalt war das eine sehr krautige Lavendel mit einem Hauch süß. Ups, jetzt ist die Kamera ausgegangen. Also kalt war das eine krautige Lavendel mit einem Hauch süß. Und warm kam der Pink Sugar. Jetzt haben wir es aber zum Vorschein. Und es war eine richtig süße Lavendelnote. Aber eine tolle. Habe ich sehr, sehr genossen. Fand ich klasse. Ich bin gespannt auf die anderen Duftsorten. Ich habe noch zwei verschiedene, meine ich, von Duftzeiten. Und wenn die mich genauso überzeugen wie der Lavendel, werde ich dort ganz sicher auch mal bestellen. Den fand ich toll und der war auch intensiv. Ja, dann hatte ich selber mir mal einen puren, krautigen Lavendelduft gegossen aus Öl. Und das ist der, den ich dann mit dem Scentsy Sugar gemischt hatte. War dann auch eine süße Lavendel. Aber nicht so süß wie der pinke Lavendel von Duftzeiten. Und von der lieben Burtschen hatte ich den Sleep Potion leer gemacht. Ja, das ist ein bisschen hell gedruckt, ich weiß. Und hinten steht auch drauf, es war Lavendel, Vanille und helle Hölzer. Kalt habe ich eigentlich auch nur die Lavendel wahrgenommen und vielleicht ein Hauch die Vanille. Aber warm, Leute. Die hellen Hölzer kamen durch und das Ganze wurde sehr parfümig und für mich so kuschelig und so schön. Die Tüte riecht auch noch danach. Ich habe den tatsächlich erst gestern leer gemacht. Übrigens genauso wie den pinken Lavendel auch erst gestern leer geworden. Oh. Ein Träumchen, Burtschin, der war mega. Dann habe ich von der Duftzauberei Schwarzwald Lavender White Musk leer gemacht. Da war nur noch ein Stück drin, jetzt ist er leider leer. Aber man muss ja auch Clamshells mal leer machen, um Platz für neue zu schaffen. Eine super schöne, parfümige Lavendelnote. Das war ein Traum. Ein Traum. Davon habe ich nichts mehr. Müsste ich auch mal wieder bestellen und nachordern, weil oh, ich fand den toll. Und der war auch mega intensiv. Von Woodwick habe ich Hemp and Ivy in der Lampe gehabt. Ja, ein grüner Duft eben, ne? Ja, wieder für mich sowas typisch Grünes für den Frühling.
einer der schönsten Sandelholz-Vanille-Düfte, die ich kenne. Der schönste. Von Better Homes and Gardens, Sandalwood und Vanilla. Oh, so ein Träumchen, dieser Duft. Super parfümig. Für die, die es nicht mögen, er geht, glaube ich, schon einen ganz kleinen Hauch ins Maskuline. Für mich nicht stark. Also ich kenne da Heftigeres. Ich finde einfach nur, das ist ein ganz edler, parfümiger Sandelholz-Vanilleduft. Und ich habe davon zum Glück auch noch, denn ich liebe ihn einfach. Dann habe ich eine kleine Kerze leer gemacht, tatsächlich. Und sie ist auch klassisch gebrannt bei mir. Und zwar von Yankee Candle aus der Elevation Kollektion. Eine kleine, allerdings nur in Sugared Wild Flowers. Das war auch was Florales mit Lavendel. Ich hatte den bei mir im kleinen Flur brennen, weil da funktionieren kleine Kerzen meistens. Und da habe ich ihn dann auch wahrgenommen. Allerdings im Brennzustand ist er trotzdem sehr sanft. Sollte ich nochmal die Größe reinkriegen, werde ich es mal mit Warmern probieren. Den Duft an sich mochte ich aber. Ich finde es schade, dass die Elevations jetzt rausgeschmissen werden, ehrlich gesagt. Von Yankee Candle hatte ich Jasmine Green Tea. Das war eine Abfüllung aus einem Hauswarmer. Den gibt es ja jetzt auch schon recht lange nicht mehr. Ja, und das ist ein super schöner Grünteeduft, wirklich mit diesem floralen Einschlag vom Jasmin, und ist für mich auch so ein Wohlfühlduft, wenn das Wetter mal schlechter ist zu Hause. Mochte ich sehr gerne. Blooming Cotton Flower, das war auch Elevation Kollektion als Wax Crumbs. Und der roch für mich auch nicht nach beißender Baumwolle. Also das war für mich auch nicht die typische Cotton-Note. Sondern es war ein ganz weicher und cremiger Duft. Und den fand ich richtig gut. Da überlege ich noch, ob ich mir das Glas noch zulege, solange man sie noch halbwegs bekommt. Der war schon sehr, sehr schön. Cremig und kuschelig. Dann hatte ich von Yankee den Afternoon Escape. Das ist so eine Mischung aus einem maskulinen Duft und ja, was grüngrasigem. Als würde der frisch rausgeputzte Mann im Garten sitzen und man riecht sowohl die Wiese und ein paar Blümchen als auch den Mann mit seinem Aftershave und seinem Parfum. Mag ich. Das vereint zwei Komponenten oder zwei Duftrichtungen, die ich beide gerne mag, und auch zusammen mag ich sie sehr gerne. Und als letztes von Yankee ein Tarte, der Black Plum Blossom. Eigentlich ein schöner, floraler, leicht parfümiger Duft. Allerdings war das Tarte, glaube ich, schon etwas alt. Da kam nicht mehr so viel bei rum. Schade drum. Den mochte ich nämlich eigentlich immer ganz gerne. Ja. Und das war es. Was heißt, das war es? Das war ja auch genug für einen Monat. Ja, und jetzt fängt der nächste Monat an und ich fange erneut an, meine leeren Tütchen und Clamshells aufzuheben. Und wir sehen uns dann zum nächsten Aufgebraucht im nächsten Monat wieder. Dazwischen wird es sicherlich noch das ein oder andere Sensi-Video geben oder auch ein Tauschi. Da sind noch zwei in Vorbereitung, beziehungsweise eins liegt hier auch schon, aber naja, es dauert halt noch, bis ihr die zu sehen bekommt. Alles schön der Reihe nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir gerne einen lieben Kommentar da freue ich mich immer. Und dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.